Lorenzo! Einen recht schönen Mittwochnachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Marc-Michael Danzig und ich darf Sie als Sportchef von ATV sehr, sehr herzlich begrüßen zur zweiten Auflage des Super-Events MotoGP meets Vienna. ATV und die Stadt Wien bringen Ihnen die MotoGP-Stars hierher nach Wien, Bundeshauptstadt, in einer Weltstadt wie Wien ermöglicht hat. Wir haben heute Stars hier, die bereits eingetroffen sind, wie den Weltmeisterschaftszweiten, den Aufsteiger des Jahres schlechthin, Jorge Lorenzo. Wir haben den Weltmeister Nicky Hayden hier, James Toastland, Gabor Talmaci, alles MotoGP-Piloten mit einer Vielzahl von Titeln und WM-Punkten. Dann haben wir natürlich in der 250er-Klasse einen Vertreter, nämlich Karel Abraham. Er kommt hier aus der Nachbarstadt, wenn Sie so möchten. Da findet ja am Sonntag der nächste Grand Prix statt, den Sie wie immer live auf ATV miterleben können. Ab 10.45 Uhr die 125er-Klasse, ab 12.15 Uhr folgt dann das Rennen der 250er-Klasse und um 13.20 Uhr folgt dann der MotoGP. Ich muss jetzt kurz unterbrechen, wir haben eine kleine organisatorische Problematik. Sekunde, ich werde es Ihnen gleich erklären, liebe Zuseher. Auch sehr leicht ausrutschen. Man hat heute Regenreifen gewählt, das war ein großes Thema. Wie wird man sie bereifen, etc., etc. Ein Team hat seinem Fahrer die Erlaubnis nicht gegeben. Darüber ist er selber ganz traurig. Aber er wird trotzdem die Ringrunde mitmachen. Und zwar, wenn ich Ihnen sage, in einem Fiat, dann wissen die Fachleute unter Ihnen, welches Team gesagt hat, bitte Sie alle ein bisschen zurückzutreten und vorsichtig zu sein. Darf ich Ihnen noch sagen, was Sie erwartet? Die Fahrer machen sich jetzt auf eine gesamte Ringrunde in den internationalen Bildern herzuzeigen, wie sie auch wirklich ist. Sie alle hier, meine Damen und Herren, die Motorräder und die Fahrer, die heute hier in Wien zu Gast sind, werden noch heute weltweit wieder Satellit über Lorenzo! So, Papi, jetzt hör auf und die werden jetzt ein bisschen aufgehen und schauen, dass du drauf bist. Ja, also ich bin sprachlos. Es ist unglaublich hier, die Stimmung, die ist gewaltig, so etwas habe ich noch nie erlebt. Also ich möchte alle Fans ganz herzlich grüßen. Einem Fiat, aber vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft. So maybe next year, you have the possibility to ride your race. In die Top 10 kommen. Und wir mit dem Wissen, mit der Erfahrung, die wir jetzt mit der Maschine gesammelt haben, dieses Jahr.
nächstes Jahr einige Punkte. Also er würde gerne kommen mit seiner Rennmaschine und Ihnen dann noch einiges. Eine Frage. So, back to the World Championship. Was denkst du, warum ist Valentino Rossi heute nicht dabei? Das weiß ich nicht. Zu viel Stress? 25 Points. Und freust du dich schon auf den nächsten Grand Prix? Ja, auf jeden Fall. Was erwartest du dir davon? Top 10. Top 10? Deine letzten Ergebnisse, bist du zufrieden oder? Es geht immer besser, sagt man, gell? Ein bisschen durchwachsen noch, aber es wird immer besser. Mit der Maschine zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Die Reifenwahl war dieses Jahr besser als wie die letzte? Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Excuse me, have you a minute? Yes. What do you think the next Grand Prix is difficulter at the last? The next GP, what do you think is difficulter? I think every GP is difficult. Yes. And what do you think? Excuse me. And what do you think the leader today? Which people come to the protest at the first by the end of the VM? What do you think? Where was champion Valentino Lorenzo? Will be. I don't know. We will see the end of the season. I really don't know. Okay. And what do you hope for the next? I hope for my best, for the best result as I can do. I hope also for you. Thank you. I have to go. Be careful. Let's talk about music. You're very famous today. Music, you have your own. Okay, there's one here. Yeah, but next time we have to get prepared. And it's easy as a master of music. I like the track so much. For my riding style. It's the best I never tried. Of course, I try my best. Not like now. I am much more flexible. Well, it's more difficult than I hoped, sure, after a long time on Honda. It's been tough, but I love the team. The bike has the potential, and sure, in the beginning it was not fun because we were in the back, but now with a lot of hard work from the whole team and everybody involved, we've slowly been getting closer to the front, and we got 7 more races to try to do something, so hope to take a big step and make it happen. But sitting up here talking about it, then you're only going to get it. I mean, they do it on the track. Also das heißt, hat sich das alles ein bisschen leichter vorgestellt, als es dann am Ende wirklich war, aber wird das Beste gehen. 7 Rennen sind es noch zu fahren, da ist eine gesehen. Also die 100.000 Besucher, die sperren natürlich Hammer. Das hat wird alles gehen, die Verpackung ist gut, aufgestellt wird alles gut. Last question. Marquez. Man weiß ja nicht, vielleicht ist er mal der Jorge Lorenzo oder Valentino Rossi der Zukunft. Kann man nicht wissen. Jetzt ist er 16 Jahre alt, fährt für den österreichischen Rennstall Ultra S und jetzt 22 Jahre bis. So, Marc, it's not so easy for a young rider to fight in a world championship and explain a little bit to you. What do you love in this sport? Was gefällt ihm? Es ist ja nicht so einfach, als junger Bruder einer Weltmeisterschaft sich zu behaupten. Was gefällt ihm dann dabei besonders? Yeah, the first day, I mean, it's difficult for the young riders in the second chain, but you know, to work a lot of and work hard, and you try to push every lap, and you can catch the experience and the title. Also es ist wirklich schwierig, sagt er, für die jungen Reiter, für die Fahrer, sich da in der Weltelite zurechtzufinden. Es geht aber darum, in jeder Runde zu pushen, in jeder Runde anzugreifen und dann die Erfahrung zu bekommen, zu gewinnen. So, junge Leute, es sind 2 Podiums, der Last und in Jerez. Schon 2-mal ist ein Podium gestanden, das letzte Mal in Jerez. So, how do you like the track in Bruno, die Marca Bruno? Yeah, the track in Bruno is very nice, I like this track. And I hope on Sunday I make a podium, but I don't know, the first objective is stay in the first group. Zweimal gestürzt, wie steht
stehen jetzt die Erwartungen für den Rest der Saison? Naja, ich muss sagen, ich bin wirklich relativ locker. Also die zwei Ausfälle haben jetzt ein bisschen länger, aber ich schaue, dass er locker bleibt. Und ich glaube, dass so ein Wochenende in Röhm natürlich sehr heiß wird und doch einiges auslesen ist. Also, Michi, du hast ja auch eine Überraschung mitgebracht für unsere Fans. Also wir haben ja auch schon eine Uhr für Michi Helden für Sie zum Ausspielen auf unserer Website. Und ich glaube, du hast auch eine Überraschung. Genau, wir müssen sogar auf meiner Homepage schauen. Also wir haben zwei Karten für Valencia und ich hoffe, dass einige mitmachen werden. Also, nochmal. Die Homepage von Michi Hansener ist ganz am Tag. Ja, so Michi, ich kenne schon ganz.de. Also ich hoffe, dass du mitmachst. Also, so kann man zwei Eintrittskarten, zwei Fahrerlagerkarten für den Grand Prix in Valencia gewinnen. Und jetzt gibt es mal für alle Fans eine unterschriebene Podiumsliste. Also, da muss doch ein Podium stehen in der 125 oder 250 er Main, um so etwas zu kriegen. Wir haben das für Sie organisiert. Das ist unterschrieben, Michi. Matthias Lanzinger. Du hast viel schon erlebt in deiner sportlichen Karriere, in deinem Leben. Wo ordnest du denn heute diese aufsehenerregende Runde hier im Herzen Wien sein? Ja, diese Runde wird sicher ganz oben, ganz weit vorne eingeordnet. Es war für mich als leidenschaftlicher Motorsport-Fan einfach natürlich eine super Gelegenheit, also halt noch mit den Fahrern da diese Runde zu fahren. Und es war mir jetzt da vorbei schade, dass nicht mehr so viel Platz gewesen ist, weil auf der anderen Seite vom Ring diese Videos, die ich da gesehen habe, die waren wirklich faszinierend. Und die ganze Show ist sehr, sehr aufgeregt. Ja, dort hätten sie eigentlich gar keine Lilis machen sollen, haben sie das sozusagen ja, ohne Absprache gemacht. Hier war das alles geplant, aber da war dann die Begeisterung einfach zu groß. Da sind wirklich die Absperrungen niedergetreten worden. Wir haben alle was dabei gelernt. Wir sind trotzdem sehr froh, meine Damen und Herren, dass Sie alle hierher gekommen sind. Wir haben ganz wenig Ausbreitung, dann hätten sie richtig geschaut. Das ist klar. Schlusswort hätte auch kein Verantwortlicher einer Sportredaktion zusammengebracht.